Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade war ein nettes Team vom NDR hier und hatte Aufnahmen von Schlagsdorf gemacht und Interviews geführt. Auch ich wurde befragt und durfte sie durch den Ort bis hin zur ehemaligen Grenze führen. Dabei wurde mir bewusst, dass sie natürlich nur durch die begrenzte Zeit einen Bruchteil unserer Geschichte darstellen können. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Geschichte unseres Dorfes von Anfang an mit allen Höhen und Tiefen zu erzählen. Die kurzen Beiträge der Schlagsdorfer Geschichte werden dann in unregelmäßigen Abständen auf der Internetseite von Schlagsdorf veröffentlicht. Wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, ist gern gesehen. Und wieder zurück im Büro geht es an den Schnittplatz. Zu folgenden Themen werde ich Beiträge erstellen. Der zurzeit bei Gästen meistgenutzte Weg mit über 10.000 Besuchern im Jahr ist der Weg vom Grenzfuß zur Außenanlage, der heutige Neubauernweg. Er hat im Laufe der Jahre die wechselvollste Geschichte in Schlagsdorf erfahren. Von der ehemaligen Domäne Hof Schlagsdorf hin zum beliebten Wohngebiet. In seinem Aquarell zeigt Herr Ledebur Eindrücke aus vergangenen Zeiten mit Scheune, Gutshaus, Pferde- und Schweinestall und der Familie auf dem Weg zum Melchower See. In einem weiteren Beitrag geht es um Geschichte und Geschichten rund um die Straße Richtung Tarndorf. 1938 wurde der Bau dieser Straße mit einer Straßenbaufirma begonnen. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden die Arbeiten dann eingestellt. Ab 1940 wurde der Bau mit französischen Kriegsgefangenen weitergeführt. 1941 kamen serbische und kroatische Gefangene hinzu. Die Straße wurde dann 1942 fertiggestellt. Mehrere Jahrhunderte zuvor soll sich an dieser Straße am sogenannten Hexenberg ein tragisches Drama abgespielt haben. Die letzte Hexenverbrennung in Schlagsdorf. Dabei hat die vermeintliche Hexe bis zum Schluss geglaubt, ihre Haube könne sie vor dem sicheren Flammentod schützen. Durch diese Chronik wird die Geschichte eines Mannes wieder ins Bewusstsein gerufen. Für viele unbekannt kennen zumindest die älteren Schlagsdorfer noch seinen Namen, Gerhard Hofert. Eine ortsansässige PGH wurde nach ihm benannt. Vor 75 Jahren, am 3. August 1949, wurde Gerhard Hofert das erste Opfer an der innerdeutschen Grenze aus den Reihen der deutschen Grenzpolizei. Er wurde hier bei Schlagsdorf erschossen. Ausführlich mit seinem Leben und den tragischen Ereignissen, die zu seinem Tod führten, beschäftigt sich der erste Film dieser Reihe. Er wird am 3. August 2024, 75 Jahre nach seinem Tod, hier erscheinen.